Und das ist immer gut. Wenn jemand zum Quatschen hat. Ja, schauen wir mal schon ein bisschen rum. Da ist der Händler. Zu dem gehen. Nass. Nur der rechte, das stimmt. Vorräte, Schrank. So, hier kannst du direkt auf deinen Schrank und so zugreifen. Aha, was hat er hier? Munition 5. Ah, oh, ich hab gar nichts. Geil. Das ist das. Mhm. So, Verbesserungen. Schrank, da kann ich ja nichts verkaufen. Oh, warte mal, ich könnte das Scheißding verkaufen. Ah, das ist nichts. Achso, nicht verkaufen. Das kann ich nur ausrüsten. Ich dachte, das kannst du verkaufen. What? Not enough credits? Mal gucken. Okay, ich habe keine Credits. Not buying today. Hab ich halt nicht. Alter. Hüche brauche ich auch nichts. Whatever. Geh ich mal da hoch. Schauen wir mal da oben lang. Folks around here take care of their own. Go enough days without food. Well, we'll see how it is. Hi. This is Days Gone. Ein ganz cooles Spiel. Seit 21 draußen. Soweit ich weiß, ne? 21. Und echt cool gemacht auf jeden Fall. Schönes Spiel. The old man. Some winners had so much venison we couldn't eat it all. I didn't think that was legal, deer baiting, back in the day. My old man had only one law, the United States Constitution. He could only see us now. America, land of the free. We are that. Echt, ja? Musst du mir auf jeden Fall mal. Kannst du mir gerne mal schicken. Ich bin ziemlich offen für einige Sachen so. Also ich muss es, ich schaue mir dann meistens immer so einen kurzen Trailer an. Also ich mag nicht so diese Trailer, wo die fast den ganzen Film verraten. Aber schaue ich mir dann so an. Und wenn mir dann schon so nach ein paar Sekunden taugt, dann ziehe ich es mir auch dann rein und gucke es mir auch an. Also Empfehlung nehme ich gerne an. Immer. So. Weil ich sage mal so, dafür hat man gar nicht die Zeit, um alles zu kennen. Das ist ja leider so. Kann man nicht. Deswegen sind Empfehlungen immer gut. Super, freut mich, ja, gerne, kein Thema. Immer wieder gerne. Bei Fragen stehe gerne zur Seite. Ist Solo. Ich feiere so eine Spiele, wenn du sowas natürlich im Coop-Modus spielen kannst. Das wäre natürlich richtig geil. So wie sie ja probieren bei Last of Us ja eigentlich auch, so einen Coop-Modus reinzumachen. Sowas mag ich. Weil das so Daylight zum Beispiel auch ein geiles Spiel, weil du es im Coop-Modus spielen kannst. Feier ich. Wenn du sowas, würde ich ja noch mehr feiern. Damit so ein Kumpel einfach so eine Story durchspielen kannst mit so Zombies und so, das macht ja richtig Fun. Das ist ja richtig cool, sowas. Du brauchst ja nicht viel, weil es muss ja nicht mehr zu viert sein. Aber zumindest zu zweit oder so, dass du halt so einen Modus da also so suchten kannst. Das ist geil. Schön wieder andere Längs, ne? Ja, Dead by Daylight ist natürlich auch so eine Sache, aber muss ich echt sagen, das hört sich jetzt vielleicht echt blöd an, wenn man meint, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe nur Gutes gehört, aber ich habe es echt noch nicht gespielt. Aber ich habe auch Dings hier, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich eine ganz, ganz lange Zeit auf COD klatschen geblieben. Immer nur COD, COD und dann gerade Liga-System und so weiß. Jetzt auch bei Modern Warfare 2 habe ich jetzt eine Zeit lang wirklich echt... und gespielt und irgendwann, jetzt ist es mir so aus den Ohren gekommen, gesagt, es hat mich so aufgeregt, dass ich manchmal echt schon manchmal mit Bauchschmerzen da saß. Ich sage, ja, nö, das tue ich mir nicht mehr an, ich will doch Spaß haben, ich will einfach spielen. Und das ist für mich hier so dieses Stories, was ich jetzt hier gerade so, Last of Us jetzt die letzten Tage, ach, geil und viel entspannter. Und ich kann mich halt auch einfach immer ein bisschen mehr so auf mein Stream konzentrieren. Ich habe ja nicht jetzt allzu viele Leute oder so, aber weißt du, bei COD bist du die ganze Zeit in der Runde, wenn da jemand schreibt, kommst du gar nicht dazu. Hier kannst du halt einfach auch mal Pause machen, kannst mal kurz auf alles eingehen und so. Call of Duty. Du kannst halt einfach deinen Kram machen, so weißt du.
quatschen, in Ruhe aufnehmen, entspannter. Ich habe keine schlechte Laune. Bin gut gelaunt, das ist das Wichtigste. Und Ilde, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, so zu zweit wäre natürlich nochmal ein richtig Zackenschärfer, wie gesagt, aber es kann es leider nicht. Das ist auch so ein Zugang. Was ist das hier? Schwärmerohr, was ist das? Okay, verkaufen, kaufen, Stapel verkaufen. Was ist das hier? Ach so, Beute. Hey, nice. Ja. Jetzt habe ich Kohle, cool. Ja, yeah, gut. Das ist die Beute. Ach, und hier kann ich dann kaufen. Ach so, okay. Dann schauen wir mal, Mechaniker. But Dick, Dick. Hold up. I just want to say how sorry I am. I didn't know, I swear. Do you have any idea how much time I put into that bike? It was a drifter bike, Manny. I know. I'll make it up to you, I swear. I put together a new one. You call this piece of shit a bike? I know. It's not... Look, I'll keep an eye out for more parts. I'll hook you up, I swear. Okay, and what about my custom gas tank, Manny? You know, the one that I got for my dead wife. You gonna keep an eye out for that one, too? Jesus, Deke, I'm sorry. Just get the fuck out of my way. Man, I don't want... Okay, trifft in den Bergen. 100%. Jawohl, Mission abgeschlossen. 1000 Vertrauen. Pam, 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 pam. Ein bisschen Kohle gemacht, so Plünderjäger für die Fahrt zu rüsten. Stories, fortfahren. Nö, das. Wir machen einfach mal fortfahren, ne? Jetzt gucken wir mal hier rein, was hat er denn jetzt hier für mich? Ja. Okay. Leistung, Optik, Lackierung. Okay. Den 308 habe ich. Achso, dann kannst du halt hier komplett irgendwas Schönes dir drauf machen. Das ist aber eine kleine Lackierung. Vertrauensstufe 1 erforderlich. Okay. Warte mal. Optik. Was drauf. Hallo. Hallo. Jetzt würde ich hier auch das irgendwie nicht. Leistung. Was haben wir denn hier? Ist ja alles noch gesperrt. Das ist so. Jetzt nicht. Was ist denn sonst der Boost? Ermöglicht einen Geschwindigkeitsboost bei deinem Bike mit A. Achso. Ja. Ach, Gas drin. Gas. Gut. I'll be here. So. Da muss ich hin. Da ist mein Bike. I'm not looking for trouble today. So. I'm just taking a look. Gucken wir mal rein. Was ist hier los? Das ist das. Vorräte, Schrank. Da komme ich gar nicht hinter hinten. So, was ist es ja? 100 Dings Munition auffüllen komplett. Gewehr. Dann haben wir hier Gesundheit. Ist alles zu. Was ist das? Pistolenmunition auffüllen. Ja, machen wir erstmal Gewehrmunition auf, Dings hier auffüllen. Die Besserungen sind noch zu. Anything else I can get for you? So. Nur mehr nichts drin. Passt. Alright. So, was ist hier? Küche? Was sollen die hier? Campküche, Fleisch und Pflanzen können gesammelt und Campküche abgegeben werden, ein Vertrauen zu gewinnen, Punkte zu erhalten. Achso. Okay. Habe ich nichts. Doch hier. Alles verkaufen. That's all I got today. Ja, passt doch.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wisst ihr doch alle. Was, sorry mit meinem Bike, wie seid so? Sitzt du? Endlich habe ich mein Bike wieder. Jawohl. Endlich habe ich mein Bike wieder. Driften. Tippe B an, während du mit RT beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitig drehen und driften kann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu überwinden. Okay. So, verlorenes Bike. Du hast dein Bike verloren und wieder auf dem Grund eines Sees, irgendwo in einer Schlucht oder in einem Welten der Welt ist. Wenn du in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einem Ort bergen. Ah, okay. Booster, you there? Yeah, Nick. How you doing? How's the arm? Oh, yeah, okay. Like I said, I'll be fine. Okay. I'm still gonna head to that Nero checkpoint, find some sterile bandages, ointment, something. Yeah, sure, whatever. I'm gonna go out and make sure the mountain's clear. No, those are third degree burns. You stay there, you rest, okay? I'll be there as soon as I can. I guess. Schön mein Bike guess, hier mitnehmen. Überall mit hin. Können wir nichts nehmen? Yeah, I guess I'll see what I can find. Oh, was haben wir denn hier? Rohrbomben. Das ist alles so fertig, das ist alles fertig. Das ist natürlich auch schönes hier alles. Was liegt denn da? Halsbalken brauchen wir nicht. St. John! Spiel beim Bike, was? Spiel beim Bike speichern. Drücke halt, um den Bike schnell zu speichern. Dann kommt während der Mission in diese Funktion gesperrt. Oh, ist auch cool. This is Cope. When you get to the tower, das heißt, our radio uplink has been shut down. Speichern. I'll pay you to restore it. Okay. So these men, you know them? Because shutting down Radio Free Oregon seems kind of personal. Goddamn right it's personal. It used to be a part of my camp. Seems they didn't like the rules against stealing, raping, murdering. Maybe they're like me, just tired of listening to your paranoid truth or bullshit. St. John out. This is it, the Nero checkpoint. I gotta find some shit for Boozer's arm. Ah, du hast Mundgeruch. Ein Kasten. Mal schnell hier lang gehen. Schießen wir von oben alle weg. Oh, nimmt man das mit. Sehr schön. Da kann ich schnell Healing machen. Das ist Fernglas. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist Licht. Gut, passt. Dann schauen wir uns mal das Gewehr an. Erledigt, würde ich sagen. Erledigt. Cool, das war's schon. Ah, nur die ganzen Dinge aus. Wenn der Alarm losgeht. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Was hier mal zusammen gemacht wird gleich. Wenn der Alarm losgeht. Das ist alles ab. So weit, ne? Ja. Bingo, here it is. Das geht gleich hin, ich schau mal nur hier schnell. Da ist nix. Come on, you son of a bitch, you better start. We gotta find some gas. Okay. Ich bin ziemlich rauchig.
ziehen könntest. Ein bisschen tanken. Ja, es reicht schon. Mehr brauchen wir nicht. Hey, hi. Was machst du denn hier? Jetzt tanke ich immer links rein. Motorrad. Den Rest ist aber klar. Und rein hier. So, jetzt können wir den Rest da rein tanken. Falls wir es brauchen sollten, weiß ich nicht. Das ist ja sogar noch drin gewesen. Sterile bandages, sterile bandages. Where the hell would they keep this shit? Alles voll bei mir hier. Ja. Auch so eine Sache. Yes, sterile bandages. Just with the dunks. Weiter. Für die I just gotta get this back to Boozer. How? Sterile Verbände. Oh, so eine Pistole. Was ist das? Injektor. Injektor findest du in der Nähe eurer mobilen medizinischen Einheiten. Nähere Kontrollpunkte, die du kannst oder auf deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Okay. Was ist das? Nice. Ach so. Ausdauer. Ja, dann machen wir erstmal Ausdauer, ist ja gut klar. Injector of some kind. Ausdauer plus 25%. Das ist sehr schön. Das ist ein Stuff. Ja, total voll high, Alter. Er liegt jetzt irgendwo in der Ecke. Schon mal gut. Our unit is getting ready to pull out. Achso, das sitzt hier nur auf dem Schrank hier. Kannst ja nichts. Auf Max, warte mal, dann machen wir das mal so. Hallo, Alter. Verband benutzen. Okay, das ist halt Medikit direkt. Mhm. Na gut, hier ist ja nicht mehr. Dann sind wir ja schon hier raus aus der Sache. Da ist noch eine Tür. Ja, das war's dann schon. Hier ist ja nicht mehr. Da ist was drin. Nöp. Schauen wir ein bisschen rum. Unten war auch nichts. Da ist nichts. Können wir rein theoretisch die Biege machen. Zack. Das war schön. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, Story, Karte. So, bring sterile Verbände zu Busa. Okay. Was machen wir doch? Dann fahren wir zu Busa. Ist das auch noch ein Eingang? Sind das zwei verschiedene? Ne, das ist ja ein kompletter Durchgang. Oh, na warte mal, da ist ja noch ein Brüllenauto. Sind wir da noch mit?